Es soll der nächste große Wurf sein für die Sportler des ersten Judo-Teams Heidelberg-Mannheim. Von Freitag bis Sonntag geht es bei den deutschen Pokalmeisterschaften im hessischen Künzell auf die Matte. Drei JT-Athleten sind qualifiziert. Ein gutes Abschneiden gäbe Rückenwind für den gesamten Club. Die Leute sind hochmotiviert und wir brauchen die Einzelkämpfer, damit sie in der Mannschaft stark sein können. Von daher ist es schon sehr bedeutend für uns. Gestärktes Selbstvertrauen können die Judoka gut gebrauchen. Nach dem direkten Durchmarsch in die Bundesliga ist die sportliche Herausforderung allein schon anspruchsvoll genug, denn der Aufstieg war überhaupt nicht geplant. Doch weil sich einige Erstligisten aus der Bundesliga zurückziehen und andere Zweitligisten von ihrem Aufstiegsrecht nicht Gebrauch machen, geht es für den Club nun ins Oberhaus. Es ist jetzt ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wir dachten eigentlich, wir seien jetzt erstmal fertig. Aber jetzt klingt das Jahr mal locker aus mit einer deutschen B, dann kommt noch die richtige deutsche Meisterschaft und dann geht es ja beim Frühjahr auch schon wieder los mit der Bundesliga. Also wir sind im Prinzip dauernd im Training. Zudem ist der Aufstieg auch ein finanzielles Wagnis. Der Aufwand steigt und es steht noch viel Arbeit an. Wir haben bisher die finanziellen Mittel nicht, um die erste Liga stemmen zu können. Wir haben in der zweiten Liga in diesem Jahr knapp 10.000 Euro gebraucht. Und in der ersten Liga kommen mindestens noch mal 5 obendrauf. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir das schaffen sollen. Erst 2012 haben sich der Mannheimer Judo-Club und Yukadio Heidelberg zusammengeschlossen. Es ist bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte, wenn auch etwas unverhofft. Super trainiert, vielen Dank.